Guten Tag, Kontra K hier nochmal aus dem Übel und Gefährlich. Wir sind hier bei Backspin TV Fanpost. So, und zwar, das ist eine noch nie gefragte Frage. Welches Tattoo auf deiner Haut bedeutet dir am meisten etwas? Es ist mehr oder weniger nicht eins, es sind alle, weil es ist alles irgendwie eine Geschichte so. Ich habe die ja nicht ohne Grund. Und deswegen wahrscheinlich alle. Die nächste Frage ist, Philipp Trauer. Oh. Philipp Trauer sagt, oder fragt besser gesagt, wird man in Zukunft nochmal Tracks auf Dubstep hören können? Ich mache weiterhin Musik so und es kann alles beinhalten. Sicherlich auch Dubstep-Elemente auf jeden Fall. Tom Liebelt fragt, was hörst du persönlich zurzeit für Musik? Wann wird der DPK-Sampler erscheinen? Mit welchen deutschen Rappern könntest du dir vorstellen, ein Feature zu machen, mit denen er bis jetzt noch keine hat, zum Beispiel Fahrt? Sehen uns am 9.04.2015 in Dresden. Also, was ich persönlich, ich höre, glaube ich, alles so, alles, was mir gefällt, alles, was meinen Nerv trifft. Ich habe sehr viel South gehört, ich höre immer noch sehr viel Bone Thugs und die alten Sachen. Ich höre eigentlich alles, alles, was bockt. Annemai Kantereit gerade sehr groß mit Zuhause. Ich weiß gar nicht warum, aber die höre ich sehr oft im Radio und finde ich sehr stark, den Song. DPK-Sampler ist auf jeden Fall in der Mache, ist bloß sehr schwer, weil halt privat viele Sachen passieren so. Wir sind keine unbeschriebenen Blätter und haben alle mit Altlasten zu kämpfen, manche mehr, manche weniger. Und wenn alles geregelt ist, dann sind wir dran und dann bringen wir auch sofort einen Sampler raus. Mit deutschen Rappern kann ich nicht sagen, jetzt muss ich erstmal hier dieses iPhone irgendwie erstmal, das musst du mir mal kurz entriegeln. Ich mag immer nicht so Feature-Anfragen mit irgendwem und irgendwas, so. Ich mag es, wenn ich die Leute kenne und wenn ich jemanden kennenlerne, der mir persönlich gefällt, dann, wenn das Persönliche stimmt, dann steht auch einem Track nichts im Wege. Den einzigen, den ich feiern kann, so was ich sage, wenn ich schon immer gefeiert habe, BOZ ist auf jeden Fall Sprachtalent. Dann Keep It Real fragt, was hältst du von den anderen Blockhaus Allstars im Track? Wen findest du am besten? Ehrlich gesagt, habe ich das Feature für Blocky gemacht und habe mir die anderen gar nicht so richtig reingezogen. Nein, natürlich Skinny finde ich gut. Und sind ja viele drauf. Keine Ahnung, wer noch alles mit drauf ist. Aber trotzdem Grüße an alle. Hast du bei der Bundeswehr gedient? Fragt Jan Neck. Nein, habe ich nicht. Ich habe mich erfolgreich ausmustern lassen und war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mit anderen Dingen beschäftigt. Markus Haag fragt, gibt es noch Kontakt zu Sebo? Wenn ja, kommt noch mal was von euch beiden. Also das ist ja jemand schon ganz, ganz lange dabei. Ich habe noch Kontakt zu Sebo, aber der hat jetzt auch seinen Fokus auf andere Sachen gelegt. Ist immer noch ein Kumpel von mir und weiß ich nicht. Wird man sehen. Oh, Musti, weiter kann ich jetzt nicht vorlesen. Was ist sein Lieblingstier? Wolf? Fragezeichen. Ja, mehr oder weniger der Wolf. Ich finde eigentlich Raubtiere generell sehr fresh, gut. Iman Ali fragt, was hältst du von den meistkritisiertesten Künstlern wie Schwester Eva, Hafti und Co. und welches Lied hast du schon immer gefeiert und wirst du wahrscheinlich in 10 Jahren auch feiern? Lieben Gruß. Also was halte ich von den anderen ist immer, ich gönn's jedem, weil jeder wird ja irgendwo bestätigt mit CD-Käufen und Chabos wissen wir, der Babo ist, war auf jeden Fall ein krasser Song. Genauso wie Bushido vom Bordstein bis zur Skyline krass war und ich gefeiert habe. Hat alles eine Daseinsberechtigung. Ich muss es privat nicht immer hören, aber es gibt einzelne Songs, die ich sehr stark finde. Wie gesagt, ich gönne jedem den Erfolg. Gönnt mir meinen. Und welche Songs ich in 10 Jahren noch hören werde, das wären wahrscheinlich so, weiß ich nicht. Dann müsste ich jetzt zu lange nachdenken und wären zu viele. Dann Matt Groth fragt, du hast ja mal ein Video mit Frost gemacht und auch in anderen Tracks erwähnt zu Graffiti. Woher kommt der Bezug? Mullerst du selber oder feierst du einfach ab? Ich habe selber gemullert, wie sie es so schön sagt, im Berliner Jargon. Ich bin aber nicht mehr dabei. So. Ich war, wo es dann anfing, einfach wo die Leute angefangen haben, Trains und Holcars zu malen und so, war mir einfach, ich habe angefangen zu rappen und alles kostet Zeit und ich feiere es halt einfach nur noch ab und feiere meinen Freundeskreis, der das durchzieht. Jesse Hartmann, wie geht es deinem Kind? Gut, ich bin ein guter Papa, ich gebe mir Mühe, immer da zu sein. Dem geht's gut. Danke der Nachfrage.
Daniel Walker, für was steht das K? 100 Mal gefragt, 100 Mal beantwortet. Ich habe, wie gesagt, selber mal gemalt. Und mein Name war etwas mit K und deswegen habe ich es mitgenommen. Weiter sage ich jetzt nicht, sonst klingelt morgen die Klingel zu Hause und ich muss Geld bezahlen. Max Schütz, wie ist der Kontakt zu den anderen Four Music Artists, Casper, Materia etc.? Kennt ihr euch? Nein. Ich habe Materia mal gesehen, Casper habe ich noch nie gesehen. Ist ja auch nicht so, dass wir alle in einer Wohnung rumhängen und da der Papa vom Four kommt und uns Aufgaben gibt, sondern ist halt mein Label, ich mache meine Sachen, ich bin mit meinen Leuten noch down und wir kennen uns nicht, vielleicht sehen wir uns irgendwo. Und das war's. Bartträger, was ist sein WhatsApp-Status? Kann ich dir direkt sagen, mit dem Rücken zur Wand am stärksten. Max 8, kommen noch Tattoos im Gesicht, was hält er davon? Nein, mein Vater würde mich totschlagen und mach du es bitte auch nicht. DA zum V, kommt mal ein Kollabo mit Zart. Ich habe ja mit Zart einen Track gemacht und wenn wir uns mal wieder sehen und er mal wieder Zeit hat, ich mal wieder Zeit habe, kommt bestimmt irgendwas. Jeder mag Heda. Hi Contra, wann bist du endlich Pro? Boah, war der kreativ, Alter. Aus der Hüfte war der. Wie lange hast du gebraucht? Sei ehrlich, wie lange saßt du vorm Rechner? Ich bin Pro, ja. Wenn es um meinen Sohn geht, bin ich Pro. Und ansonsten bin ich eigentlich ein richtiger Schwarzmaler. Tobias Güldenpennig. Kann man vielleicht ein Feature mit Raf Camora erwarten? Ist gar nicht so unwahrscheinlich, den habe ich letztens erst getroffen auf der Straße. Wir haben Nummern ausgetauscht. Ich feiere seine Sachen auf jeden Fall auch. Twice Inc. Du bist einer der wenigen Rapper, die ehrlich sind, kein Promo-Beef brauchen und vor allem dir auch ein riesen Vorbild für andere ist. Ist keine Frage, ich bin dir dankbar dafür. Sehe ich ähnlich. Nein, Quatsch. Ja, ist korrekt, wenn die Leute das so sehen und danke dafür. Raffaela Megner. Was ist dein Traumfeature? Welches Deutschrap-Album fandest du dieses Jahr am besten? Wer hat deiner Meinung nach das Battle zwischen Bushido und Kay gewonnen? Also erstmal, mein Traumfeature ist, weiß ich nicht. Es gäbe einige. Boba wäre cool. Hafti hat ein Karis-Feature, bin ich sehr neidisch auf jeden Fall. Dann gibt es noch einige. Soprano wäre auch korrekt. Welches Deutschrap-Album fandest du dieses Jahr am besten? Ich höre privat nicht so viel Deutschrap. Ich höre alle halten große Stücke auf Haftis Album. Ich habe Bushidos Album gehört, weil Freunde von mir das hören und feiern. Ich fand beides sehr gut. Aber welches Deutschrap-Album das stärkste ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, selber nicht so viel höre. Und den Battle zwischen Bushido und Kay, da ist, weiß nicht, wäre ich wahrscheinlich zu parteiisch, weil ich selber früher Bushido gehört habe, so als ich klein war, aber ist eine Sache, da mische ich mich nicht ein, ich kenne die Fronten nicht und deswegen bilde ich mir da gar kein Urteil. Dominik Mühlinghaus, ach ja, kommt mal was mit dem dich viel supportenden Twindler wieder Loka, passt Feature wie aufs Auge. Ich habe ihn eingeladen in Frankfurt, er konnte nicht kommen. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn ich die Leute kenne, dann steht da immer nichts im Wege, wenn wir uns privat verstehen. Dominik Mühlinghaus, danke für deine Musik, Contra. Motiviert mich immer mehr und führt mich durch jede Zeit. Hoffe, dass ich aus mir Hänger einen Mann machen kann. Du bist vielen ein Vorbild. 2015 gehört dir, ohne Fake-Image und Promo-Moves, loyal. Auch dafür danke, dass du aus dir Hänger einen Mann machen kannst. Na, dann einfach was machen. Geh zur Schule, mach dein Abi, das wäre ein Anfang auf jeden Fall. Lass das kippen und geh zum Sport. Aber danke für den Support auf jeden Fall. Das war's auch. Backspin.